Gronemann Gaming. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed und wir sehen hier unseren Helden Ezio Auditore. Und meine Freunde der Sonne, ich habe mich jetzt länger nicht mehr blicken lassen und deswegen habe ich eine Überraschung für euch. Ich habe einen Gastkommentator eingeladen, der hier auch ein großer Assassin's Creed Fan ist und den möchten wir jetzt gerne begrüßen. Hallo Herr Kistemann. Ja, vielen Dank Herr Gronemann. Also Assassin's Creed ist wirklich eines der Spiele, was mich sehr fasziniert hat. Alle Teile durchgespielt bis Black Flag. Aber natürlich die Teile mit Ezio, für mich absolut das Highlight der Serie. Und da kommt auch wahrscheinlich nichts mehr dran. Ja. Und wenn ich sehe, dass ich so ein richtiger Anfänger bin, wird der Herr hier gleich neben mir richtig die Krise bekommen. Und ich würde sagen, ich fange direkt mal an, schmeiß mich ins Getümmel. Ich muss erstmal gucken, was wir denn zuletzt gemacht haben, beziehungsweise wo wir denn jetzt sind. Wir haben in Toskana können wir können nach Monteregioni. Und wir müssen aber. Was müssen wir machen? Hier, ne? Ich würde erstmal sagen, den nächsten Teil von Florenz erkennen. Oder. Ja. Oder das. Ja, wobei. Den Aussichtsturm können wir natürlich erstmal holen. Haben wir hier noch einen Aussichtsturm? Hier oben, ne? Ja, da. Moment. Ich weiß. So, müssen wir mal gucken. Das war hier den Aussichtsturm. Begutachten. Sind wir gar nicht so weit weg. Also hopp auf hin da. Allerdings würde sich das Sprinten natürlich auch anbieten. Ja, der Mann hat doch nicht ewig Ausdauer. Doch. Ach, ist doch eine Lüge. Ist ja nicht Call of Duty oder so. Ezio, der kann ewig laufen. Echt, hat er wirklich unendliche Ausdauer? Ja, kann man die ganze Zeit durchlaufen. So. Ich dachte, man hat er nicht. Schon noch eineinhalb Minute was gelernt. Das haben wir auch schon. So, und hoch da. So. So, wir synchronisieren und haben mal wieder einen tollen Überblick über Fiorentina. Ja, eigentlich Firenze, also Fiorentina ist ja die florentinische, aber... Ja, sage ich ja. Allerdings. Ja, so, interagieren wir? Ne, brauchen wir nicht mehr. Das muss ich... Muss mal gucken. Machen Sie den Todessprung? Kann ich den hier machen? Kann man immer. Ja, immer, wenn Sie da... Vogeldreck auf irgendwas sehen, können sie da blind runterspringen eigentlich. Okay. Haben sie nochmal Glück gehabt. Ja, ich habe ja schon viele Experten in meinem Leben gesehen, die haben dann in der Praxis aber völlig abgeschmiert. Der Mercato Vecchio, der alte Markt, da hatten sie auch das Zeichen der Glyphe, die könnten sie mit dem Adlerauge dann auch mal sammeln, aber ich würde mich erstmal natürlich auf die Story konzentrieren. Ich habe abgelehnt. Ich habe doch abgelehnt. Haben Sie abgelehnt? Okay. Ja. Fuchsjagd. Ach, Sie suchen La Volpe, natürlich. Ja, richtig. Wir suchen La Volpe. Und das wusste ich natürlich auch noch absolut. Sagen Sie mir lieber, wo ich jetzt hier hin muss. Sie haben mir irgendwas gerade gesagt. Wo wollen Sie denn hin? Jetzt irgendwo, soll ich irgendwas erkunden? Ach, der Mercato. Von wo sind Sie gekommen? Sie müssen nochmal da rechts. Alles zurück. Klar, wir nehmen doch hier den Punkt. Ja, oder so. Ja, schön reingesprungen, klasse. La Volpe, ja, sieht toll aus, ne? Im Hintergrund haben wir zwei Katzenmänner, die sich gerade gegenseitig angreifen. Der dritte kommt dazu. Er sieht auch noch richtig on fire. Oh wei. Kann man doch machen, so gegen die Leute laufen, ne? Kann er erst wieder wegrammen, aber ist natürlich lange nicht so lustig. So, nee, sie haben La Volpe lokalisiert.
Muss ich den Mann jetzt umbringen? Ich wollte mal das andere Auge anmachen. Ja, der ist ja hier vorne. Das ist er. Oh, sie wurden bestohlen. Was? Meine Börse, oh, mein Geld. Euer Geld? Ich habe euer Geld ist nicht. Sie verfolgen denn? Ja, den schlage ich jetzt kaputt. Komm zurück! Den fangen sie. Nicht. Sie sollen den nicht schlagen. Oh. Ich wollte ihn ausschlagen. Wir müssen den, rammen. Davon. Mit Kreis, genau. Ja, habe ich doch gesehen. Ich habe kein Interesse, dich zu verletzen. Also und gib mit mir mein dem Rammen Geld und wir sind so quitt. Nicht so schnell. Ach, da kann ich auch die anderen Leute rammen. Ja, was wollt ihr wollte. Wer seid ihr? Man gab mir schon viele Namen. Mörder, Tagliagole, Dieb. Aber ihr dürft mich La Volpe nennen. Zu La eurem Volpe. Diensten, Messer Ezio. Ich kenne den Mann nicht. Woher kennt ihr meinen Namen? Ein Mann mit Stil. Es ist mein Geschäft, alles in dieser Stadt zu wissen. Seid ihr nicht deshalb... Das ist der Maulwurf, Mann. So, also das da. Ich muss jemanden finden. Und wissen, wo er ist, bevor wie er selber unter dem weiß. Haus der wer? Francesco de Pazzi. In den Straßen erzählt man sich was von einer Karawane aus Rom. Einem Geheimtreffen heute bei Sonnenuntergang. Dort könnt ihr etwas über Francescos Aufenthaltsort erfahren. Wisst ihr, wo es stattfinden wird? Ma certo. Lasst mich wissen, wenn ihr soweit seid. Dann ziehen wir los. Oh, ja. Und hier ist euer Geld. Das ist richtig. Das ist doch mehr Geld, als ich vorher hatte. Ja, sie haben die 100 zurückbekommen und die 1500 haben sie bekommen dafür, dass sie die Aufgabe abgeschlossen haben. Und sie sind direkt am nächsten Aussichtspunkt. Der geht aber ja schnell mit der Kohle anscheinend wieder, ne? Oh ja. Das also bei Assassin's Creed 2 hat man da kein Problem mit. Das wird bei den Nachfolgerspielen schon etwas. Und da muss man anders. Auch alles ausbauen. Ja, genau. Bei Brotherhood muss man Stadt Rom wieder aufbauen. Mhm. Und bei Revelations in Istanbul muss man die Stadtteile auch befreien, auch ähnlich wie bei Brotherhood. Mhm. Also da kann man sich auch viel freuen schon. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant und noch auf lange, lange Reisen. Oh ja. Bei Assassin's Creed Revelations auch sehr schön, wenn man später nach Kappadokien reist, das ist sehr liebevoll gestaltet mit den Behausungen in den Höhlen bzw. in dem Bergsystem da, das ist auch sehr liebevoll gemacht. Ist ja Assassin's Creed an sich auch. Mit den kleinen Details da, die immer versteckt sind. Ah. Oh, ja. Sagen Sie doch, was dazu geht. Moment, ich teste es nochmal. Ja, jetzt haben sie ihn gegriffen. Sie müssen bei frei laufen, müssen sie dann rammen. Genau so machen. Ah. Jawoll. Da fliegt er. Okay, er fliegt einfach um. Keiner sagt was. Jawoll, so machen sie das. Okay. Aber. Okay, ich hab's gelernt. Ich werde gleich trotzdem wieder gegen alle gegenlaufen, aber egal. Folgt mir. Aber wir müssen uns ganz schön beeilen. Ist das wieder so ein Wettrennen? Gar kein Problem. Wenn das so ein Wettrennen ist, ne? Dann sage ich jetzt schon bis später, weil dann werde ich wahrscheinlich wieder schneiden dürfen. Angenehm. Salute. So, und hinterher. Direkt schön die Wand hoch. Der Mann ist neben ihm. Da hätten sie gar nicht hochgemusst. Egal. Ja, da muss man auch einfach mal direkt zeigen, dass man mehr drauf hat. Ne? Das ist ja erstmal so zum Eingewöhnen. Da geht es noch nicht wirklich um die Herausforderung, einen anderen schlagen zu müssen. Ja. Ich sehe hier aber schon einen Wettlauf. Ja, doch. Jetzt fängt es an, allerdings. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich weiß, was ich tue. Ah, laufen Sie einfach zu dem gelben Kreuz. Das wird schon. Ja, da dachte ich mir schon öfter. Ja, da haben wir noch eine halbe Minute. Ist ja alles im Rahmen. Das war jetzt nicht so clever. So,
Also ich würde auf jeden Fall mal sprinten. Und jetzt hoch. Ja, ja, das schaffen wir doch. Natürlich. Ja, oder auch nicht. Ja. Oh. Ja, man kennt sie, die Klasse ist halt eine Spielsteuerung. Ja, ich bin froh, dass ich das auf PC gespielt habe. Ich war kurz davor, es zu schaffen, ne? Also ich hätte einfach nur nicht sagen dürfen, das schaffen wir doch locker, quasi, ne? Ja, gut, war jetzt eigentlich nicht so schwer, ne? War ein bisschen dumm. Ah, wären sie eben nicht vom Dach gesprungen, hätten sie über das Seil laufen können. Aber das wäre jetzt so einfach gewesen. Eben, das kann jeder. Eigentlich nicht. Ach du je. So. Ich würde auf jeden Fall auch auf den Deck schon sprinten. Ja. Hätte doch gar nicht nötig. Ja, das ist schon beeindruckend. Fitnesszustand, den man sonst noch von mir kennt. Von mir auch. Allerdings. Nicht umsonst, ihr Fitnesscoach. So. Ja, das sieht gut aus. Jawoll. Oh ja. Ja, das war doch jetzt easy peasy. Da sind wir. Hier in dieser Kirche trifft sich Francesco de Pazzi mit seinen Leuten. Wie komme ich da rein? Es gibt Katakomben unter der ganzen Stadt. Diese führen euch an einen Ort, wo ihr das Treffen heimlich belauschen könnt. Da, nehmt den Steingriff. Dreht ihn, dann schiebt ihn nach unten. Danke für all eure Hilfe, Wolpe. Viel Glück. Heißt Wolpe im italienischen Maulwurf? Kann man ja mal fragen, ne? Ich kenne mich keine dummen Fragen. Ich kenne mich da nicht so aus. Sagt man häufiger. Oh, der Wolf ist natürlich der Fuchs. So, wir haben ihren ersten Katakombeneingang gefunden. Mhm. Ist auch eine Art Schnellreisesystem. Okay. Das werden sie auch in anderen Teilen wiederfinden. Heißt es dann, komme ich auch nach Amatrigioni damit, oder? Das weiß ich jetzt gar nicht. Das ist bei mir schon ein paar Jahre her, dass ich das gespielt habe. Nee, das Templertreffen erreichen, alles klar. Und aber das Geheimnis Sperrgebiet. Ja. Also, hier darf ich also eigentlich nicht sein. Das stimmt. Den Treffpunkt der Templer finden, ja. Legen Sie den Hebel um. Ja. Ich habe mich nur gefragt, warum so ein Hebel einfach so blinkt. Da ist ja kein Strom drauf gewesen. Ja, wer weiß, was Leonardo damit zu tun hat. Das stimmt allerdings. Weil das natürlich... So. Ah ja, oh ja, da kann ich mich gut dran erinnern. Ja, wieso, sind sie da ein paar Mal gestorben? Gestorben nicht, aber... Abgesegelt? Es ist, ja genau, es ist schon... Und dann zeige ich Ihnen jetzt mal wieder ein echter Profi-Macht. Zeigen Sie mir, wie ein echter Assassino das macht. Das war jetzt ja wohl einfach, ne? Ja, ist auch nicht ganz die Sequenz, die ich meine. Oh, das war leicht die Sequenz, ungeschickt. Sie können entweder die Leiter hoch oder am Gerüst hoch. Ich nehme heute ausnahmsweise. Ich würde das Gerüst nehmen. Die Leiter. Ja, okay. Wir nehmen sonst nie die Leiter, da dürfen wir ja auch mal die Leiter nehmen. Oh, wo sind sie jetzt? Aha. Okay. Oh, da gibt es Licht. Ja. Und einen Hebel. Klasse, wie der verschwindet, wenn man ihn umlegt. Oh. Gucken Sie mal da. Der Mann guckt uns doch böse an. Das sehe ich doch. Unentspannt. Ja, so. So, sind wir jetzt wieder hier. So, ja. In die Richtung geht's nicht. Ja. Das sieht gut aus. So, das war ja ziemlich einfach. Ja, ich würde Ihnen, ja, springen so. Ich würde Ihnen empfehlen, jetzt noch drüber zu gehen. Ja, und am besten die Kamera ein bisschen zu drehen, ja. Oder es geht automatisch.
Ja, beim PC war das ein bisschen einfacher, da kann man das alles mit der Maus machen. Das ist, ich bin jetzt hier nicht so oft abgesiegelt, ne? Einmal ist bei mir eigentlich Standard. Ja, einmal ist kein Mal. Ja, da geht's weiter hoch. So, gucken wir mal. Da. Wissen Sie, wo lang das war? Hier vorne, ne? Genau. So. Was haben wir da für Freundchen? Die kann ich leicht stoßen. Können die streicheln, ein bisschen Staub wegmachen. Ja, warum denn nicht, ne? Spinnenbeben weg. Oh, so, oh, das sieht gut aus. Jetzt zack runtergefahren. Den Hebel rumlegen. Ja, ja, natürlich müssen wir den Hebel umlegen. Ja, natürlich zieht sich das Ding ein. Naja, da sehen Sie auch schon die ersten Wachen. Oh, klasse Todessprung. Machen Sie am besten direkt mal Adlerauge an. Wie lange müssen wir hier stehen, Saverio? Es ist kalt. Was willst du, Ilario? Messer Pazzi bezahlt uns gutes Geld, um den Eingang zu bewachen, und die Toten werden uns nichts tun. Ich kann es kaum erwarten, Elena zu erzählen, wie viel Geld wir heute verdient haben. Ich glaube, die verdienen nicht viel Geld heute. Ja, wenn man nicht nach Hause kommt, kann man auch kein Geld verdienen. Ja, so sieht's aus. Ezio ist nämlich nicht gerade gut gelaunt. Ja, Ezio, es ist wirklich... absoluter Allrounder, was Kampfkunst angeht. Er hat mehrere Möglichkeiten, jemanden auszuschalten. Sehr stilvoll finde ich immer nur mit den Fäusten jemandem von hinten das Genick brechen. Ich glaube, ich habe das noch nie gemacht. Ja. Dafür haben sie ja mich, dass ich ihnen die Tipps gebe. Extra zum Coach hier einfliegen lassen. Ja, also. Damit ich weiterkomme. So, mir sieht so aus, als ob sie nicht wüssten, wo es lang geht. Ja, ich wollte mal die Gegend hier erkundschaften. Ach so, okay. Ich würde da vorne drauf klettern? Nee. Immer wenn sie da so ein weißes Laken sehen, gehen sie nochmal rum. Sehen sie das weiße Laken da dran? So ein weißes Laken ist immer der Anfang einer Klettersequenz. Auch draußen. Da hat man das oft so auf Kisten liegen und da kann man dann immer hoch. Ich habe noch nie drauf geachtet. Ja, wie gesagt, dazu haben sie den Profi bei ihnen. Ich coache sie. Man merkt, dass sie das Spiel schon mal öfter gespielt haben. Absoluter Fan der Reihe. Das habe ich nicht nur einmal durchgespielt. So. Vorne ist der andere Holzkopf. Ja, ich würde den erstmal. Ja, okay, wenn sie eben die Taschen nicht ausräumen wollen. Jetzt können sie auch schlaufen eigentlich, das hören die nicht. Ja, sehr gut. Taschen ausräumen. Tja, hier, genau. Beide. Ja, drei. Da schände ich doch keine Leiche für. Das lohnt sich doch ja nicht. Drei Florin. Ja. Kleinvieh macht auch Mist. Oh, das war jetzt nicht so gut. Sie hätten sich da an dieses runde Ding hangeln müssen, dann... Ich hab einen Laken gesehen. Damit mit diesem runden Ding können sie um Ecken schwingen. Verstehe. Ah, und da ist auch wieder der Mali. Ich grüße. Ich glaube, er grüßt nicht zurück. Nee. Ah, doch, ey. Ja, ist ein bisschen... scheint nicht abgeneigt. Mikrofonscheu. Ja, das auf jeden Fall. Wo man dann bei jemandem ja sagen kann, dass bei einigen Aufnahmen der Peter schon zu hören war. Ja, der Peter, der ist ja auch nicht mikrofonscheu. Der komm, wenn ich jetzt hier bin, na, dann kann ich auch die drei Florin mitnehmen. Ja. Ja, wahrscheinlich hat er mehr. Nein, auch drei. So. Der Petros Kakopoulos. Sehen Sie da das runde Teil? Da müssen Sie hin. Ja, da können Sie um die Ecke schwingen. Das war zu weit weg. Das
Wieso ist das so weit weg? Ich bin doch da klasse drauf. Nee, sie müssen weiter nach rechts, damit sie da wirklich direkt da frontal drauf springen. Ich bin doch da ja nicht. Ich dachte, ich kann auf dem Balken stehen. Ja, können sie auch. Ja, anscheinend nicht. Lüge. Ach, jetzt bin ich auf den direkten Weg hier. So, nochmal neu. Also. Wir müssen weiter nach rechts. Sie schwingen sich, genau. Nehmen Schwung. So. So. Genau. Ja, genau. Direkt schon. Jetzt noch ein Stück nach rechts am besten. Genau. Und jetzt frontal da drauf zu, auf das Ding. Auf ja, das genau. Ja. So. Jawohl. Ja, das wäre auch mein Plan gewesen, aber ich bin auf dem einen Balken hier einfach drauf. Immer weiter gehüpft. Das war nicht so mein Plan. Oh. Erste große Hebel. Das sah jetzt nicht so aus, als hätte da viel getan. Was haben die eigentlich hier in den Katakomben so gebaut? So richtige Fallhebel und keine Ahnung was. Ja, vor allem in den Ruinen noch. Ja. Also. Ich würde auf jeden Fall den Schatz mitnehmen. Er ist nämlich auf keiner Karte verzeichnet, die muss man so finden. In den Katakomben. Ein geheimer Bereich entdeckt. Oh, da gibt doch ein paar Florien, ne? Natürlich. Ja, genau, da müssen sie lang. Schön schleichend. Man will ja keiner aufwecken, ne? Ja, da müssen sie jetzt frontal gegen die Wand hoch. Da hoch? Nein, nee, nee, links da hoch. Genau. Sie laufen auf die Wand zu und dann gehen sie automatisch hoch. Genau. Ist ja völlig gaga der Kerl. Ja, gute Frage, ne? Lass mal die Folge beenden. Ich bedanke mich für euer Zuschauen. Der Gästemann bedankt sich. Danke auch. Wie dir gefallen hat, wie zwei Holzköpfe versuchen, Assassin's Creed zu spielen. Dann nicht mich zu abonnieren und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. In dem Sinne, bis dann.